Letzten Tiro-Spann. Morgen um 6. Burger, Rinderspeck. So, wir beide hauen den noch heute Mittag rein. Muss auch aber. Ich nehme gerne ein bisschen auch so wieder. Schön frühstücken, Pancakes, yes. Kommt um 11 Uhr. Ja. Habe ich alles für euch gemacht. Wie fühlst du dich? Man muss sagen, ich im Vergleich zu Dezember, man merkt, du hast mehr Energie. Du musst auch weniger Gewicht cutten, ne? Ja, 2 Kilo ist schon. Ist noch was? Also. Ich meine, letztes Mal haben wir gekämpft auf 79, jetzt kämpfen wir auf 81. Das ist okay, ist alles gut. Für mich machen wir das immer scheiße, ne? Oh, frische Luft, geil. So auf Diät lernt man die kleinen Sachen schätzen auf so einmal, ist es. Ne? Ja. Wir müssen noch unser Equipment hier mitnehmen. Schwitzanzug, alles drum und dran. Ist ja vom letzten Mal, ne? Ja, den nimmt man immer wieder eigentlich. Wenn dann eines Tages die Karriere zu Ende ist, können wir den verkaufen. Bestimmt einige Vorbereitungen mitgemacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Der hat schon ein paar Dinger mitgemacht. Und das Gute ist, die riechen nett. Kurz und knapp erklärt, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt die Badewanne mit Salz und Matthäus gibt die Anleitung, wie lange wir drinnen bleiben. Mhm. Der sieht das ja schon an meinen Augen. Hast du ja letztes Mal in Tschechien gesehen. Der weiß, kennt mich ganz genau. Er wird die Anleitung geben und fertig. Hier ist 400 Gramm more than in... Yes, I think this is... Wir haben Salt. Nur Salt? Dann kriege ich nicht zu Salt. Du hast das? Super, ja. Schmeckt alles so gut. Okay. Nur Salt. Nur Salt. Wenig. Ja. Tell me about 10. Now it's sauna. Now it's good, yeah? Das ist der eigentliche Kampf. Morgen ist nur noch Spaß. Nein. Auch ein paar Stunden geschafft. Wie läuft was im Hotel? No. He must take this car. Okay. This car, yeah? No? Mm-hmm. Have we got? Oh, like this, okay. Why we use the salt? For what we use the salt? To relax the muscle. And better open the pore for the muscle, yeah? Bring the water from the muscle. Jetzt geil. Jetzt schmeckt alles geil. You see it in a few minutes. Was war gerade das Szenario? Ja, gerade auf Toilette. Ich gucke, Wasser. Hat so an den Bobbes. Ich drück drauf, auf einmal kam Strahlwasser, aber direkt. Als wäre es ausgemessen. Und dann gucke ich Föhn, drück auf Föhn, kriegst du noch deinen Arsch geföhnt. Wahnsinn. Krass. Denk mal gar nicht, ja? Papa, sei. Ist okay? Shit. Sauber? Was ist okay?
Zadzwoń na recepcję, proszę, zapytaj, tak? Czy mają tu saunę. Saunę czy mają? Jak dostanie 100 gram czy coś, no. Będziemy go męczyć walną, okay. Tylko wejdziemy na saunę w dresie. Ile? 82,4. Kiedyś to ma? Nie. Pas alles. Ja co my noch? Stunde. Eineinhalb Stunden. Und danach ist alles geschafft, was wir. Das heißt, du machst jetzt nochmal ein Kontrollwiegen? Ja, 10 Minuten. Dann anziehen und rüber? Ja, dann gehen wir locker rüber, genau, umziehen. Okay. Wie ist der Anblick? Auf der Waage gut. Hier rechts schlecht. Die schlecht eingestellt ist. Genau, richtig. Die zeigt 4 Kilo weniger. Tobi, wir haben dich lange nicht mehr gesehen. Ja. Wie ist es dir ergangen? Wie war das gearbeitet. Leben zu dir? Viel gearbeitet. Das, ja. Leben war okay zu mir. Ja, du siehst gut aus. Vielen Dank. Wie immer ein Trendsetter. Das kann ich auch Fashion. Nur zurückgeben. Danke vielmals. Also. Jawohl, geschafft. Yes, wie immer, on point. Gewichtsmann immer geklappt. Ne? Jetzt gehen wir zu dir, was machen wir bei dir? Sachen zusammenpacken und dann zum Wiegen fahren. Ich muss sagen, dass ich ja schon ein paar Leute begleitet habe beim Entwässern, beim Gewichtmachen. Ich habe mich aber schon immer gefragt, wie genau fühlt sich das eigentlich an, jetzt in diesem Zustand zu sein, in dem du jetzt bist. So dehydriert, so wenig gegessen. Wie kann man das beschreiben? Gute Frage. Ich glaube, so wenn man einen Tag nicht geschlafen hat, so ungefähr, von den Augen her und so, vom Körpergefühl, ja, einfach, glaube ich, so. Weißt du, wie man sich fühlt? Wenn man, ich kann es so sagen, nach meiner Handverletzung, wenn man so 1,5 Monate, 2, 3 Monate nicht richtig trainiert hat und dann richtig trainiert, und dann, weißt du, und dann so abends im Bett liegen und so, ja, kommt es so ungefähr. Ja. Vielleicht noch eine Etage stärker, je nachdem, jetzt, heute geht's, mir geht's gut, aber so kann man es schon vergleichen, ja. Was waren die schlimmsten Entwässerungen, die du hattest? Die schlimmste Entwässerung war damals in Russland. Ich bin hier weggeflogen mit 81 Kilo, war alles gut, aber ich habe, also ich bin donnerstags geflogen, mittwochs habe ich wegen meiner Schulterverletzung Cortison gespritzt gekriegt, bin geflogen mit 81 Kilo, bin gelandet einfach mit 83,8. Wassereinlagerung, ja. Das war die Hölle. Und dann hatte ich Fieber bekommen, deswegen, ja. Und ich habe gekämpft nächsten Tag mit, noch ganz genau, wir haben gemessen, 38,4 oder so, habe ich gekämpft. Gewonnen? Nee, habe ich verloren. Keine Kraft mehr gehabt. Erste Runde gewonnen, zweite Runde dann keine Kraft mehr gehabt. Ja, verständlich. Das war brutal, ey. Ja. Danach, ne, weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Boah, ich habe gedacht, ich sterbe, ey. Ich konnte mich nicht bewegen, ne? Krass. 3 Stunden habe ich da in der Kabine. Bis zum letzten Kampf habe ich da gelegen. Krass. Ich konnte mich nicht bewegen. Krass. Sauerstoff bekommen, das war schon krass. Next up, let's welcome Frankfurt's own Christian Eckel. Ja, nach dem ganzen Cutten, Wasser lassen, gehen auch viele Mineralien, wie du schon gesagt hast, raus. Deswegen nehme ich schon mal hier als erstes Athlete Stack. Ist natürlich sehr gut, mit der Kapsel brauchst du ein bisschen länger. Ich denke mal so 24 Stunden, dass es in der Laufbahn ist. Omega-3 fürs Gehirn und für die Herzrate, sehr wichtig. Zink, sehr wichtig. Natürlich auch fürs Immunsystem. Unterstützt natürlich nochmal extra Vitamin D3, K2. Gut für die Muskeln, für die Sehnen und Knochen. Sehr gute Supplements, was man einnimmt. Und natürlich Magnesium, für zum keine Krämpfe haben und so weiter. Mit dem Rabattcode Eckelin gibt es bis morgen, genau 24 Stunden noch, 20% auf alles. Ja, schlag zu, besuch die Seite ESN und morgen knallt's richtig. Danke, vielen Dank. Das hat man sich verdient, ja? Geil. Tommy, auch rein.